Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bevor Canyon Crossing. Ja, jetzt wieder noch, also naja, haben wir das halt noch. Dann haben wir das Feld auch fertig. Nehmen wir mal kalt. Wir holen gerade Nachschub, ob das klappt. Und ja, noch Düngemission noch und das und noch die Gruppermission und Aussaat, ne? Und dann geht es nachher einen neuen Tag, schon 18:13 Uhr, geht schon vorwärts. Wenn der Kalkfahrer durch ist, dann können wir auch schlafen gehen. Damit das noch fertig wird, bevor er wächst. Obwohl die Gefahr jetzt müsste normalerweise noch einen Tag nicht wachsen. Vielleicht gucken wir mal, was 25er kommt. Ob der Wachstum mit dem so standardmäßig wird sich nicht viel ändern. Das ist immer ein Monat ein Wachstum ungefähr. Gucken wir mal, dass wir noch am nächsten Tag Holzbalken bekommen. Ausreichend hoffe ich. Ich glaube eher nicht, dass noch zu wenig sein wird. Aber wir werden schon mal anfangen zu verkaufen, was da so rumliegt. Ne? Also hier noch fertig machen. Die Lagerballen müssen noch zum BGH gefahren werden, zum Einlagern. Die Windmühlen stehen neuerdings, ne? Warum stehen die eigentlich? Wir haben keinen Wind heute. Aber die drei? Ja, Windmühlen ist ja auch so eine Erfindung. Halte ich auch nichts von, ganz ehrlich sein. Als Ergänzung für zu Hause mag es gut sein. Aber wenn das Hauptnetz nicht da ist, dann hast du mal am Tag keinen Strom, wenn da kein Wind weht, ne? Oder hast du zu viel oder zu wenig. Das ist ja auch möglich, ne? Also für die gewisse Dinge wie Computer, Fernseher, Elektronik allgemein ist das schlecht. Für die Heizung, wo nur ein Heizstab drin ist, ist es egal. Außer es ist zu viel, dann brennt durch. Ne? Und bei der Glühbirne früher war es ähnlich. LEDs und so, die werden es. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie nicht so. Da haben sie in der Schule aufgepasst. Ne? Weil die modernen Generatoren. Ich glaube von Siemens, die können das über die Geschwindigkeit anpassen, dass dann was ich Sensoren oder Messgeräte messnet sind, die das messen halt, was Strom vorhanden ist und sie dann müssen sie halt den Dampf erhöhen, ne? Und dann mehr Geschwindigkeit oder weniger Geschwindigkeit. Dass man das ein bisschen regeln kann. Gesagt, hier moderne Technik verlangt ja im Prinzip stabile Stromstärke und dass nicht so viel oder so wenig ist, ne? Könnt ihr jetzt mein Handy nehmen und das habe ich auch gar nicht bei mir und draußen das Ding messen, wird glaube ich aktuell ungefähr um die 3-4 Watt bringen. Da steht dann auch die Strom, die Voltzahl, und die ist dann immer so mehr oder weniger bei 230 plus minus. Und wenn die jetzt wirklich mal zu viel anzeigen würde, weil das Netz zu hoch ist, dann wird sich meine Dinger sich ausschalten. Das Netz kann dann nicht mehr aufnehmen. Im Grunde muss immer der Strom, der hergestellt wird, auch gebraucht werden. Immer konstant. Und wenn das nicht passt, dann fliegen ein Netz um die Ohren. Auf Usedom habe ich gerade mal neulich mal ein paar Tagen. Die hatten einen Blackout gehabt. Naja, das gibt es verschiedene Gründe. Zu viel Sonnenstrom oder zu viel Wind. Oder Verbraucher ausgefallen, dass so viel Strom war da war. Ne? Also sowas kann da schon ein Grund sein. Oder Netze halt zu schwach. Das ist ja das nächste Problem. Ne? So früher war das immer so ein Kraftwerk und der Strom ging Verbraucher und kam wurde verbraucht und ging dann also im Kreislauf, also
Und heute hast du überall Solardinger, die mit einspeisen. Und das ist für die Netze oft zu viel. Also die geht an der Grenze. Und das ist dann. Na, wo ist unser Kalkfahrer? Der ist Ausrufezeichen. Dann ist er was faul. Bis sie hier ist. Rise by. Mal gucken, wo er hier was steht. So was im Wege ist. Das kann ja auch sein. Oha. Muss ich durchschalten. Ach, du dicke Neuen, ich glaub's nicht. Ja, das ist jetzt eher das Problem, ne? Also, das ist ärgerlich. Das ist natürlich hier blöd hier, also. Dass sie diese, ja, die Leichen hier rumliegen, ne? Oh, kommt noch einer hinzu. Ist doch richtig viel. So. Jetzt noch ein Wege hier. Muss ich näher entsorgen. Ich habe noch neuer dazu. Also hingeflogen. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Genau an dem Punkt kommen die, wo das der Kurs lang geht. Sollte heute eigentlich normalerweise erledigt sein mit Kalken. Sie noch eins gucken. Bevor ich dann noch einen Friedhof bauen muss. So, mal gucken, ob wir alles hier frei haben. Das befürchte ich mal, dass nicht so ist. Denn hier ist auf jeden Fall frei. Sind wir in den Zaun so schön. Dass hier irgendwas im Wege stehen wird. Ich muss mal kurz den Kurs anmachen, das ist ja an sich, kann man es ja sehen, ne? Ah, genau. Da steht schon was im Wege. Der Zetter, der Wender, der Schwader, nee, der Wender. Und der Hubersatz. Lange nicht mehr fahren lassen hiermit. Großplay. Der nächste ist fertig. Guck mal, war. Kein Kalk, doch läuft. Heute Abend würde ich nach Blutmond durchziehen. War ja ein Heidenarbeit, um da hinzukommen. War ja ein bisschen anders. Viele machen ja so eine richtige Kampfbasis. Ich mache ja hier zu Hause und dann muss es irgendwie gehen. Anführungszeichen. So. Immer wieder ein bisschen weiter ausbauen, ne? Weil die ja praktisch immer was finden, was Neues, wo sie praktisch Schwachstellen entdecken und dann musst du doch noch hart kämpfen. Hat er repariert? Wahrscheinlich, ne? Das ist ja so gedacht. So, das läuft. So. Da liegen noch mehr. Der kann ja zurück zum Hof.
der auch. Ist der fertig? Ja, nehmen wir an, ne? Der wird dabei. Beine bestrecken. Ja, Brücke. Was fehlt da noch? Holz, Blech und Nägel und Holzbalken, ne? So, auch noch. Ja. 50.000. Ich glaube 46.000. Was wollen wir nehmen, ne? Hier macht das keine Wirkung, Auswirkung mit Kursanfang, oder? 19, 18? Ich kann es ja nicht sehen, aber irgendwie 18 FPS habe ich. Also ist schon, ja, könnte mehr sein. Danke. Schau mal. Also Kalken muss fertig werden, dann geht's. Da oben ist er. Und hier PH-Wert. Das ist gar kein PH-Wert hier. Doch hier ist PH-Wert schlecht. Also hier könnte man theoretisch 125% bekommen. Aktuell 111. Also wenn der PH-Wert besser ist, vielleicht jetzt dann ansprechend höher. Was haben wir hier drinne? Gerste. Ja, Weizenfeld noch kaufen irgendwie. Aber wie gesagt, das ist ja auch jetzt nicht so, dass man ja praktisch, ja, Grund auf das Neue wartet, ne? So, an, ja. Aber ich mache das so lange, wie es geht, und dann nachher fange ich mit einer Karte mal an. Und dann mal schauen, entweder. Also die Marsch von vorne anfangen, weil die Marsch dann kommt und dann die Marsch wieder läuft. Von vorne und die Thüringen, wie gesagt, mit Terra Live muss man schauen, wie lange das geht, wenn das ja die Aufrufzahlen einigermaßen passen. Also wenn 0 Zuschauer sind, dann ist klar, dann ist für mich das dann auch bald erledigt. Das Hochladen ist ja auch was gemacht werden muss, und das muss man dann ja nicht tun, ne? Wenn's nicht ist kein interessiert, dann kann man ja, man möchte ja privat weitermachen. Wäre wohl eher noch eine weitere, den weiteren nicht, aber irgendwann mal, wenn nicht bei, dass dann bei 7D dann hier irgendwas anderes kommt, sich da eine andere Karte nehmen werde. Feld 2 ist da dünn. Feld 2 ist Mineraldünger. Nur 1%. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Da fehlt ja was. Da muss ich einen Düngerstreuer, der da vorne steht, dahin schicken. Dass er weitermachen kann. Brauche ich noch eine Weile, bis da ist. Jo, so leer. So. Sprit wird auch nicht rein. Ah, Feld 2. Muss ja in der Nähe sein. Irgendwo. Mask ist nicht garantiert. Über der Brücke irgendwo. Ich hätte auch den praktisch
Ja, es geht auch. Es geht so. Machen wir hier mit Umstellung. Zeitenhof 1, Mineraldünger und oder rein, ne? Das geht auch. Raus von der Weile, aber kann. Ja, das alleine mal. Der ist auch fertig. Muss fertig sein. Das ist hier 35. 35 ist fertig. So, Mission abschließen, ne? War nochmal morgen. Die Felder wären interessant. Aber mal gucken. Das habe ich vielleicht ein bisschen zu schmal gemacht. Muss ich vielleicht mal flügen. Dass die Grenze dann erkannt wird. Gut. Düngen wir 13, 14 kommen wir nicht hin. 26 können wir akzeptieren. 11 weiß ich jetzt nicht genau. Erdnuss hat anderes Zeug. Gruppen 12 geht auch nicht, kommen wir nicht hin. So, auf ins Heim. Wir schlafen jetzt. Ist dunkel. Ist düster. Der Morgen ins Feld Rest fertig machen und dann nachher ja. Ende für heute. So, das soll schon vorher gewesen sein. Vielen Dank für fleißig reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.